Ich bin Edora, He-Mans Zwillingsschwester und Beschützerin von Crystal Castle. Das ist Spirit, mein geliebtes Pferd. Fantastische Geheimnisse offenbarten sich mir an dem Tag, als ich mein Schwert erhob und sagte, für die Ehre von Grayskull! Einige teilten dieses Geheimnis. Zu ihnen zählten Leito, Madame Res und Cowan. Meine Freunde der großen Rebellion und ich versuchten mit vereinten Kräften, Etheria von den schrecklichen Mächten des Hordak zu befreien. Eine gute Mannschaft, Captain Seahawk. Ja, die besten Seemänner, die Stratosphäre je durchsegelt haben, Edora. Und Sie haben auch den besten Captain. Nein, Edora. Der beste Captain ist vor 20 Jahren von Bord gegangen und ist seither verschwunden. Erinnerst du dich an ihn, Sven? Hi, Captain. Das war der Falke. Ich gehörte viele Jahre zu seiner Mannschaft. Er war ein großartiger Mensch und ein großartiger Pirat. Er verfügte über ein paar wundervolle Zauberwaffen, aber seine größte Stärke, das war sein Herz. Er war ein guter Mensch. Habt ihr ihn gekannt, Hawk? Nein, er ist verschwunden, als ich noch ganz jung war. Aber ich hätte ihn gern kennengelernt. Er war mein Vater. Oh. Ein toller Mann. Er hat damals die Steuergaleonen der Hordes aufgebracht und das Geld den Armen gegeben. Und am Ende war er ärmer als die Ärmsten der Armen. Ich habe daraus gelernt. Schau. Gold. Das Ergebnis jahrelanger Überfälle. Ich bin Pirat und raube Gold. Ich verschenke es nicht. Ja, ihr seid Pirat, Hawk. Aber warum versorgt ihr die Rebellen mit Vorräten und ganz umsonst? Ich helfe den Rebellen, weil ich die Hordes hasse. Aber wenn sich die Gelegenheit zum Plündern bietet, dann ergreife ich sie. Captain, an Steuerbord! Eine Steuergaleone der Hordes! Gib mir das Fernrohr. Sieht interessant aus. Du hast recht, Sven. Eine vollbeladene Schatzgaleone der Hordes. Und wie es scheint, bis zum Stehkragen mit Gold beladen. Hm? Setzt volle Segel, Mr. Sven. Ei, ei, Captain. Mart, Geschütze in Position bringen. Ei, ei, Sir. Enterkommando, bereit machen. Ei, ei, Captain. Alle Mann auf Gefechtsstation. Wir greifen an. Unser Plan funktioniert doch perfekt, Squall. Ich wusste, dass der gute Seahawk das Schatzschiff angreifen würde. Bei Gold kann er nicht widerstehen. Ja gut, bald wird Seahawk uns keinen Ärger mehr machen können. Bereit, Captain? Aye, aye, Admiral Scurvy. Haltet euch bereit zum Angriff. Nein, bitte tut das nicht. Es ist gefährlich. Keine Sorge, Dora. Diese Hordes-Galeonen sind mit Schätzen beladen, nicht mit Waffen. Captain, schaut! Das Schiff war getarnt. Es ist keine Galeone. Es ist ein Hordes-Großkampfschiff. Wir werden Schwierigkeiten bekommen. Klar zum Wenden! Klar zum Wenden! Setzt die Ersatzsegel! Bringt uns hier raus! Du solltest besser unter Deck gehen, Edora! Edora! Ich glaube, wir sollten Hilfe holen, Spirit.
die Ehre von Grayskull! Ich bin She-Ra! Wie es scheint, will Seahawk unsere kleine Feier schon verlassen, Squall. Aber das werden wir verhindern. Roboter, fliegt sofort los! Ja. Sie lassen Roboflyer aufsteigen. Wir brauchen Hilfe, Captain. Vergiss es, Sven. Nur She-Ra könnte uns jetzt helfen. Ihr habt gerufen? She-Ra, Gott sei Dank. Passt auf, Captain. Da kommt Ärger. Robot-Ärger. Zwei weniger. Jetzt sind's nur noch 1000. Mit ihr hätte ich nun gar nicht gerechnet. Wir sollten die Party schnellstens beenden. Mach die Hauptkanone feuerbereit. Aye, aye, Admiral Scurvy. Zu viele Roboter. Ich werde allein mit allen nicht fertig. Warte. Diese Roboter fliegen doch immer in Formation. Möglicherweise ist das die Lösung. Abwärts, Swiftwind! Schwert zur Harpune! Jetzt! Und los, Swiftwind! Zieh! Gut gemacht, She-Ra. Ist die Kanone geladen und schussbereit? Aye, aye, Admiral. Dann feuert! Oh. Jetzt hast du es ihnen gezeigt. Das war prima, She-Ra. Und jetzt nicht sie weg hier. Meine kleinen Roboter vernichtet. Meine Kanone ist hin. Aber ich bin nicht verärgert. Nein. Ich bin wütend! Oh, heiliger Bimbam, Captain Scurvy hat den Photonkonverter getroffen. Das Schiff wird explodieren. Das war's dann. Das Schiff wird explodieren. Alle Mann in die Grafboote. Vorwärts! Einer nach dem anderen und nicht zusammen. Und bindet die Grafboote aneinander. Ich bringe euch in Sicherheit. Das war wohl ein Volltreffer. Das Schiff muss schwer beschädigt sein. Sie steigen in ihre Grafboote. Captain, los doch! Trommelt alle Soldaten zusammen, die ihr noch habt, und entert das Schiff. Ich will es haben. Und auch diesen Seahawk. Ja, Admiral Scurvy. Die Jagd hat ein Ende, Seahawk. Endlich habe ich dich. Endlich! Los, steig ein, Sven. Halt, wo ist Adora? Komm, Talk. Das Schiff wird gleich explodieren. Adora ist bestimmt in Sicherheit. Nein! Sie muss noch irgendwo auf dem Schiff sein. Ich muss sie finden. Captain, hey, komm zurück! Großartig. Ich hole ihn! Adora, wo steckst du? Unser Schiff geht gleich in die Luft. Wo bist du denn, Adora? Adora! Adora! Adora, Gott sei Dank! Entschuldigt, Hawk, ich... Das war dafür, dass du noch lebst. Und das muss sein, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Komm mit, Spirit. Wo ist She-Ra? Sie wollte euch suchen. Kommt an Bord, Captain. Ich gehe nicht von meinem Schiff, Sven. Captain, warum? Deswegen, Sven. Sie haben es auf das Schiff abgesehen und auf mich.
Ich werde sie weit genug weglocken, dann könnt ihr in jedem Fall entkommen. Lebt wohl, Adora. Captain! Captain! Oh. Lebt wohl, Captain. Wir werden euch vermissen. Ja, Hawk, wir werden euch vermissen. Sehr vermissen. Oh, wo bin ich? Oh, mein Schiff. Mein wunderbares fliegendes Schiff. Ist nicht viel übrig geblieben. Nur ein paar Zahnstocher. Und meine Goldkiste. Wahrscheinlich auch für immer verloren. Halt, da ist sie. Mein Gold. Sand. All mein Gold. 8 Jahre des Plünderns und übrig geblieben ist nur ein Haufen Sand. Hey, pass doch auf! Hä? Du zu groß geratene Rüpel! Fast hättest du mich mit deiner Seekiste getroffen! Oh, es tut mir leid. Tut dir leid? Du tust mir leid! Du bist der jämmerlichste und traurigste Seebär, der mir jemals begegnet ist. Stehst da und schniefst vor dich hin wegen ein paar dummer, glänzender Goldmünzen, wo du doch dankbar sein müsstest, dass du überhaupt noch lebst. Ihr habt natürlich recht, Mr. Jones. Davy Jones. Und vergiss eins nicht, Mr. Seahawk. Ich habe schon sehr lange auf dich gewartet. Gewartet? Auf mich? Du weißt, wer ich bin? Oh, ich weiß eine Menge über dich, Schlaumeier Seahawk. Ich weiß zum Beispiel, dass die Hordes im Moment die Insel nach dir absuchen. Die Hordes? Heiliger Taifun, ich muss mich irgendwo verstecken. Verstecken? Oh, sehr clever. Das ist sehr klug von dir. Warst du die ganze Nacht wach, um dir das auszudenken? Oder hattest du jetzt gerade diesen Geistesblitz? Da drin kannst du dir noch mehr Beleidigungen für mich einfallen lassen, mein kleiner Freund. Aber jetzt heißt es sich verstecken. Das hat wenig Zweck. Da können sie mich immer noch von oben entdecken. Das will ich meinen. Deinen großen Schädel sieht man doch bis zum Mond. Gut, ich nehme mal an, du hast eine bessere Idee, ja? Selbstverständlich doch. Rück gegen den Felsen da. Gegen welchen? Gegen diesen? Na, die in deinem Schädel habe ich nicht gemeint, du Dummkopf, du. Buh! Mach schon, da kommt ein Hordesoldat. Wow, ein Eingang. Nein, ein Eimer voll Muscheln. Natürlich ist es ein Eingang. Davy, das ist einfach unglaublich. Was du nicht sagst. Und da, schau, ein Schiff. Ein wunderschönes altes Schiff. Hey, wahnsinnig gut, Hawk. Das hast du gleich erkannt, oder? Erspar mir deine Kommentare, Davy. Sag mir, wo wir sind. Wo kommt das alte Schiff her? Ich fürchte, das kann ich dir nicht sagen, Hawk. Wieso nicht? Weißt du es nicht? Natürlich weiß ich es, Hawk. Nur ich darf dir nun mal noch nicht sagen. Zu gegebener Zeit wirst du es erfahren. Du bist mir eine komische kleine Maus, mein Freund. Was dagegen einzuwenden, wenn ich an Bord gehe? Ich, kleine Maus. Wie könnte ich dich daran hindern, Hawk? Es ist unglaublich. Abgesehen von dem Moos ist das Schiff in allerbestem Zustand. Aber natürlich, denn dieses Schiff war mal das schönste Schiff auf allen Meeren. Noch lange bevor es diese neumodischen fliegenden Schiffe gab, meine ich. Mit denen kann es natürlich nicht mithalten. Schiffe sind dazu gemacht, auf dem Wasser zu segeln, nicht dazu, durch die Luft zu fliegen. Bist du noch nie durch die Wolken gesegelt, Davy? Nein, bin ich nicht. Dann weißt du auch gar nicht, wovon du sprichst, oder? Was für ein merkwürdiger Kompass. Er leuchtet irgendwie so komisch. Na, weil das Ding da ein magischer Kompass ist. Ein magischer Kompass? Gibt es ein Echo hier drin?
Ich meine, was kann er denn so alles? Er kann dir jeden Teil des Planeten zeigen, den du sehen willst. Wirklich? Kann er mir auch zeigen, wo meine Mannschaft ist, ob sie in Sicherheit ist? Hey, ich weiß ja doch nicht, wovon ich rede, behauptest du. Also frag ihn doch selbst. Davy! Oh, in Ordnung, wie du willst. Kompass? Ich komme mir wie ein Idiot vor. Kompass? Bitte zeige mir, wo meine Männer sind. Nun, so viel dazu. Aber wenigstens sind wir erstmal in Sicherheit. Mag sein. Es fragt sie nur, wie lange. Hier wimmelt es bald von Hornet-Soldaten. Wenn nur der Captain hier wäre, der wüsste, was wir tun müssen. Wir alle vermissen Hawk, Sven. Aber da er nicht hier ist, müssen wir uns selbst was einfallen lassen. Adora, wo willst du hin? Ich will ein Versteck für Spirit suchen. Die Hordes können jede Minute hier sein. Sie hat recht, Mart. Wir sollten uns auch verstecken. Wenn die Hordes auf die Insel kommen, begegnen wir denen besser als Swiftwind und She-Ra. Für die Ehre! Ich nehme lieber dein Schwert, Rebell. Ihr seid meine Gefangenen. Werft eure Waffen weg und ergebt euch. Scurvy, dir werden wir uns nie ergeben. Gut, wie ihr wollt. Setzt den Lähmungsstrahl ein. Ja, Admiral. Soldaten, eröffnet das Feuer. Ja, Soldat, was gibt es denn? Wir haben die ganze Insel abgesucht, Admiral Scurvy. Hier ist sonst niemand. Na, wie schön. Das bedeutet, dass Seahawk umgekommen ist. Und jetzt, wo wir seine Crew gefangen haben, werden uns diese Leute niemals wieder Ärger machen. Das glaubst aber auch nur du, Scurvy. Das sind mutige Worte, Captain. Aber meint ihr das auch? Was soll die Frage? Wer seid ihr? Mein Name spielt keine Rolle, Seahawk. Wichtig allein ist nur, wollt ihr eure Mannschaft retten, müsst ihr mich zuerst besiegen. Nehmt ihr die Herausforderung an? Ich verstehe nicht. Was soll das denn? Antwortet nur auf meine Frage, Seahawk. Nur indem ihr mich besiegt, könnt ihr eure Männer retten. Nehmt ihr die Herausforderung an, Seahawk? Mister? Ich weiß nicht, wer ihr seid und wieso ihr das tut. Aber wenn es um einen Kampf geht, so könnt ihr ihn haben. Wie hat er das gemacht? 7 Meilenstiefel, Captain. Damit kann ich so hoch springen, wie ich will. Hebt auf, Captain. Nie und nimmer, Mister. Ein Laserrapier. Sehr gut. Ich bin beeindruckt, Captain. Aber ein Laserrapier kann gegen mein Photon-Entermesser nichts ausrichten. Nein, nein! Wenn die Photon-Entermesser-Klinge anfängt rot zu glühen, dann kann sie alles zerschneiden, Captain. Selbst euer Laserrapier. Und wenn meine Klinge anfängt, blau zu glühen, wird sie euch betäuben. Das war nur ein schwacher Betäubungsstrahl. Gebt ihr auf? Nein. Dann bekommt ihr die Kraft meines Ringes zu spüren, Seahawk. Der verstärkt meine Schlagkraft um das 100-fache. Ich habe euch besiegt, Seahawk. Aber ich mache euch ein letztes Angebot. Gold, Captain. Gold. Nehmt es und verlasst für immer diese Insel. Das ist mein letztes Angebot, Captain. Was meint ihr dazu? Aber meine Männer, was wird aus meiner Mannschaft? Vergesst eure Männer, Captain. Das Gold, es gehört nur euch. Ach, vergesst das Gold. Es gibt Dinge, die wichtiger sind als Gold. Der Junge hat's geschafft, Falcon. Seahawk hat den Test bestanden. Davy, welchen Test? Und hast du gesagt, Falcon? So ist es, Hawk.
Ich entschuldige mich für unser kleines Geplänkel. Aber ich muss sicher sein, dass du deine Pflicht nie für Gold vergisst. Bist du... Ist es möglich? So ist es, Hawk. Ich bin der Falken. Dein Vater. Hallo, Freunde. Ich bin's wieder, Loki. Habt ihr gesehen, wo ich mich heute versteckt habe? Wenn nicht, schaut noch mal genauer hin. Seht ihr mich? Hier bin ich. In der heutigen Geschichte musste sich Seahawk zwischen seiner Mannschaft und einer Schatzkiste voll Gold entscheiden. Er hat sich dafür entschieden, zu seinen Männern und zu seinen Freunden zu stehen. Je älter